Mensch, Robin, was machst du denn jetzt noch da oben? Komm, lass uns doch gehen. Wir müssen, guck mal, die anderen sind alle schon zur Schule. Komm. Nein, ich bleib hier oben. Ach, Robin. Sozialarbeiter Johannes Tondera hat ein ungewöhnlicher Hilferuf erreicht. Erstklässler Robin ist während eines Schulausflugs auf eine Burg geklettert und weigert sich hartnäckig, wieder runterzukommen. Seine Lehrerin ist ratlos. Das ist der Robin. Das ist der Robin. Hi Robin, ich glaube, wir haben uns auch schon mal gesehen, oder? Auf dem Schulhof, kann das sein? Meine Kollegin Bettina hat heute mit mehreren Kindern einen Ausflug gemacht, hier auf dieser Burg. Als er dann zu Ende war, dann hat sich herausgestellt, dass der Robin auf dem Dach war und nicht wieder herunterkommen wollte, weil sie da mit ihrem Latein so ein bisschen am Ende war und ihre Überredungskünste nichts gebracht haben, hat sie mich dazugeholt. Die Lehrerin hat auch die Eltern des Jungen informiert. Robins Mutter trifft bereits kurz nach den Sozialarbeiter ein. Doch auch sie kann ihren Sohn nicht davon überzeugen, herunterzukommen. Johannes Tondera versucht es mit einer anderen Strategie. Darf ich mal ein bisschen höher kommen? Kann es denn möglich sein, Robin, dass dir das ein bisschen zu gefährlich ist, hier runterzugehen und dass du ein bisschen Angst hast? Ein bisschen habe ich Angst. Also, du bist ja jetzt so ein Ritter, ne? Und ich weiß ja, du kennst ja auch Superhelden, ne? Und alle Superhelden, die es gibt, die haben alle einen Helfer. Und ein Ritter, der hat auch einen Helfer und das ist der Knappe. Hast du das schon mal gehört? Was hältst du denn davon, wenn ich mal dein Knappe bin und dir jetzt mal helfe, hier runterzukommen? Ist das eine Idee? Dann würde ich nämlich auch mal kurz die Schwerter nehmen. Gibst du mir die mal? Ich habe den Robin vorgefunden, da hat er eine Ritterrüstung an. Da war mein erster Gedanke, er braucht einen Schutz vor irgendwas. Vor was? Das musst du dich erst noch herausstellen. Hallo Robin. Was ist denn los? Ja, du hast anscheinend auch den Anruf bekommen. Ja, ich wurde angerufen. Ich war noch in einem Gespräch. Hallo, Tondera, mein Name, Sozialarbeiter an der Schule. Hallo. Meine Kollegin. Wir kennen uns schon. Ja, ich war noch. Er läuft ja schon seit 2 Wochen in dieser Ritterkluft rum. Anfangs hat es mich nicht so besonders beunruhigt, dass der Robin mit der Ritterrüstung rumläuft. Schließlich ist er schon lange ein großer Fan von Rittern. Aber seit er in den letzten 2 Wochen anfing, die Rüstung immer zu tragen. Seitdem mache ich mir da doch schon größere Sorgen und ich wüsste mal gern, was dahinter steckt. Ich habe das Gefühl, Robin, dass das mit der Treppe jetzt zwar schon ganz schön anstrengend war und dass das dir auch Angst gemacht hat, dass ich jetzt mal die Mama und den Papa frage, ob es denn in letzter Zeit mal was gab, wo man richtig Angst haben musste. Also irgendwas, haben Sie da eine Idee? Also jetzt, wo Sie es sagen, ungefähr vor 1-2 Wochen hattest du diesen Unfall, aber... Was? Robin, da warst du doch dabei, als wir mit dem Fahrrad gefahren sind, ne? Aber das war so schlimm gar nicht. Mama hatte einen Helm auf. Und guck mal, ich habe ja gar nichts mehr. Die ganzen Schrammen schon wieder alle weg. Ach so, Sie sind gestürzt auf dem Fahrrad? Ich bin gefallen, er war dabei. Aber wie gesagt, das war nichts Dramatisches, keine große Sache. Sie sagten ja gerade, dass der Robin schon länger das Kostüm anhat, ne? Ja. Wie lange ungefähr? Ja, etwa 2 Wochen. Dann käme das mit dem Fahrradunfall tatsächlich auch hin. Er kommt doch jetzt schon seit einer Woche komplett mit diesem Kostüm in die Schule. Okay, ich hatte mir jetzt gedacht, wenn wir den Ausflug machen, dass er sich tierisch drauf freut und eben halt sich so richtig, ne, Burg und Ritter. Ja, aber er verlässt das Haus ja gar nicht mehr ohne. Dann würde ich dich jetzt mal fragen, ob du mit mir mal reingehst. Deine Eltern können ja mit, du kommst auch mit. Ne? Ich komme auch mit, klar. Und dann würde ich dir mal ein Spiel vorschlagen, was zu einem richtigen Ritter gehört. Bist du einverstanden? Mach's. In dem Alter von 7 Jahren, da erlebt man Sachen natürlich ganz anders, als Erwachsene das tun. Und so ein Fahrradunfall kann ein Kind natürlich auch traumatisieren. Erwachsene haben ja manchmal einen anderen Blick zu und haben da vielleicht kein Verständnis für. Aber man muss sich einfach in die Lage des Kindes versetzen. Der Sozialarbeiter vermutet, dass Robin eine Rüstung trägt, weil er sich vor irgendetwas schützen will. Um herauszufinden, ob der Junge wirklich Angst davor hat, sich zu verletzen, fordert Johannes Tondera den 7-Jährigen zu einem ritterlichen Schwertkampf heraus. So, auf die Plätze, fertig und los! Ah, Robin! Robin! Gib's ihm! Jawohl! Zack, jetzt hab ich ihn! Robin! Ich habe mit dem Robin diesen kleinen Schwertkampf veranstaltet, weil ich sehen wollte, ob er Angst davor hat, verletzt zu werden. Weil das wäre ja eine Erfahrung aus der Sache mit dem Fahrradunfall seiner Mutter gewesen. Es hat sich aber herausgestellt, dass er ganz normal gekämpft hat und er hat mich ja auch besiegt, aber ich habe ihn auch mal getroffen. Also das war es eigentlich nicht. Ich habe den Verdacht, es muss noch irgendwas geben, wovor du Angst hast. Würdest du mir das denn mal erzählen? Nein. Wenn ich noch mal ein Spiel mit dir mache, wo man ganz viel zeigen muss, würdest du mir das denn da mal zeigen? Ja.
Ja? Ich glaube, dafür gehen wir mal raus. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, okay? Robins durchgängiges Tragen seines Ritterkostüms hat also nichts mit dem Fahrradunfall seiner Mutter oder der Angst vor Verletzungen zu tun. Weshalb der Erstklässler seine Rüstung tatsächlich trägt, wird vor allem seinen Vater berühren. Das angekündigte Spiel bringt den Sozialarbeiter zumindest auf die richtige Spur. Kennst du denn Pantomime? Weißt du, wie man das macht? Dann zeig mir doch mal ohne Worte, wie du dich im Moment fühlst. Dann bist du ein bisschen traurig, ne? Das sind ja Tränen, die du dir hier drauf gemacht hast, ne? Stimmt das? Aber wieso bist du denn traurig? Oh, Schätzchen. Aber du brauchst doch keine Angst zu haben. Du brauchst auch eigentlich deine Rüstung nicht. Wir beschützen dich doch. Genau, wir beschützen dich doch. Oh. Als dein Vater gerade vom Beschützen gesprochen hat, da hast du so ein bisschen zusammengezuckt, ne? Wie kommt das denn? Kannst du mir das erklären? Ich muss Mama und Papa beschützen. Hast du deswegen auch die Ritterrüstung an? Also wenn die Ritterrüstung dich beschützt, was hältst du denn von der Idee, dass du deinen Eltern mal was von der Ritterrüstung abgibst, dann kann die die nämlich auch beschützen. Komm, dann mach das mal. Aha, das Schwert. Und das Schild. Jetzt bist du der Ritter. Aber was mir auffällt ist, Robin, du hast ja eigentlich nur dem Papa was abgegeben, ne? Kann das sein, dass du dir um den Papa am meisten Sorgen machst? Woran könnte das denn liegen? Hast du eine Idee? Ja, jetzt bin ich aber sprachlos. Meine Uhr? Du willst mich beschützen wegen der Uhr? Also ich habe jetzt keine Erklärung, ist ja Ihre Uhr. Haben Sie also ich habe diese Uhr vor 2 Wochen von meinem früheren Arbeitgeber geschenkt bekommen, wo ich 20 Jahre beschäftigt war. Und als ich nach Hause gekommen bin, war das schon noch mal sehr sentimental für mich, das noch mal zu rekapitulieren, was da alles passiert war und so eine teure Uhr geschenkt zu bekommen. Ja, da hängen 20 Jahre dran. Ne? Das war schon sehr intensiv. Der Vater hat erzählt, dass er vor einiger Zeit, also vor 2 Wochen, in seiner alten Arbeitsstelle aufgehört hat, um sich selbstständig zu machen und hat dort zum Abschied eine Armbanduhr bekommen. Als er dann abends zu Hause war, hat er sich diese wohl angeguckt und ist auch ein bisschen sentimental geworden, hat auch das eine oder andere Tränchen verdrückt. Und das hat der Robin wohl beobachtet und möglicherweise falsch interpretiert. Robin, dann kapiere ich das jetzt, glaube ich, auch. Also der Papa, der war traurig. Du hast ihn traurig erlebt, weil er 20 Jahre auf der Arbeit war und dann erst mal da aufgehört hat. Was machen Sie jetzt? Ich bin jetzt selbstständig seit 2 Wochen. Also Sie machen was Neues. Und da hast du gedacht, der Papa ist ganz traurig und der muss beschützt werden. Ne? Und mit der Uhr hast du das in Verbindung gebracht, weil das das Geschenk von der Arbeit war. Kann das sein? Aber wenn, ist doch alles gut. Es ist doch ganz toll, dass der Papa jetzt selbstständig ist. Ne? Hat viel mehr Zeit. Ja gut, aber ich muss ich Ihnen sagen, so in der Kinderwelt, ne, wenn man in dem Alter ist, dann ist es schon so, dass solche Ereignisse ganz anders auf Kinder wirken als auf Erwachsene. Natürlich. Und dann ist man manchmal verwundert, was für Situationen entstehen, die aber genau zu solchen Sachen führen. Robin, hast du denn jetzt verstanden, dass du dir um deine Eltern überhaupt keine Sorgen machen brauchst? Hast du? Ja. Weil das musst du wirklich nicht, ne? Uns geht's doch allen prima. Ja? Ich weiß nicht, ob der Vater sich möglicherweise mit seinen Tränen versteckt hat. Die richtige Vorgehensweise wäre auf jeden Fall, auch Emotionen vor den Kindern zu zeigen, auch zuzulassen und auch mal zu weinen. Denn das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sondern auch eher von Stärke, wenn man das auch mal machen kann. Und damit lebt man den Kindern natürlich auch vor, offen zu sein. Das sollte man im Allgemeinen tun. Ja, dann denke ich, dass dann jetzt alles wohl klar sein dürfte, ne? Ja, aber ich bin ja sowieso in der Schule. Ja, vielen Dank. Und ich würde dann gerne noch mal darüber sprechen, aber vielleicht lassen wir das jetzt erstmal sacken. Und heute ist ja auch eigentlich ein Ausflug. Ne? Und ab morgen ohne Rüstung? Also für heute hätten wir das Problem mit Robin geklärt. Die Ursache ist bekannt geworden und wir konnten darüber sprechen. Trotzdem bin ich ja in nächster Zeit auch wieder an der Schule und würde den Robin dann auch noch mal drauf ansprechen. Aber auch allgemein zum Thema Emotionen. Wie kann ich die zeigen und ist das was Gutes oder Schlechtes? Der Zwischenfall auf der Burg war ein Weckruf für die gesamte Familie. Robin hat verstanden, dass er seinen Vater nicht beschützen muss. Und seine Eltern wiederum haben dem Erstklässler klargemacht, dass sie seine Beschützer sind. Inzwischen trägt der 7-Jährige das Ritterkostüm nur noch an Karneval oder zum Spielen.